Die zweitgrößte Glocke der Stadtpfarrkirche St. Johannes in Vilshofen bekommt einen neuen Glockenklöppel. Der alte Klöppel der rund 2,7 Tonnen schweren Glocke ist vor einigen Wochen gebrochen. Zum Hochfest aller Heiligen sollen aber alle Glocken wieder läuten. Vor dem 1. November also muss ein neuer Klöppel montiert sein. Angefertigt wird das rund 100 Kilogramm schwere Stück vom Rottaler Hammerwerk in Anzenkirchen. Zuerst muss man noch mal berechnen in der Gewichtsverteilung her, von der Dimensionierung her. Dann muss man schauen, welchen Rohlingsdurchmesser das man dafür hernehmen. Entsprechend die Gewichtsverhältnisse auf diesen Durchmesser noch halt umrechnen, dass ich weiß, wie lang das der Rohling sein muss. Entsprechend den Rohling herschneiden, markieren, wo man anfängt zum Schmieden, die einzelnen Schmiedeschritte noch halt durcharbeiten. Das geht noch halt weiter auf einer Drehmaschine, da wird noch die Kugel gedreht. Danach wird der Klöppel nochmal geglüht im Ganzen. Danach wird noch halt, entsprechend die Mittelschraube, die Aufhängung nochmal angefertigt. Das Ganze dann entzündet und lackiert. Bis zur Auslieferung und Montage ist Maßarbeit gefordert. Gerade für das richtige Anschlagen der Glocke ist ein exakt passender Klöppel wichtig. So darf er die Glocke beim Läuten an ihrem höchsten Punkt nur leicht anschlagen. Der Klöppel muss genau auf die Glocke abgestimmt sein. Der Klöppel ist aus einem besonders weichen Material mit wenig Kohlenstoff, dass möglichst der Verschleiß am Klöppel stattfindet und nicht an der Glocke. Weil wenn nachher Glocken kaputt gehen, dann ist das natürlich wesentlich mehr Aufwand, als wenn das in 30, 40 Jahren mit der Klöppel austauscht wird. Doch nicht nur bei der Anfertigung ist Feinarbeit nötig. Vorsicht ist auch bei der Montage geboten. Da müsste man dann nochmal bei der Aufhängung mit der Mittelschraube aufpassen, weil die ist nicht ganz mittig gebohrt, die Glocken. Dass die halt wirklich nach der alten wieder genauso gemacht wird, dass der Klöppel auch wieder genau da anschlagt, wo der alte auch angeschlagen hat. Montiert wird der neue Glockenklöppel von der Firma Perner aus Passau. Dann kann das gesamte Glockengeläut der Vilshofener Stadtpfarrkirche zu Allerheiligen am 1. November wieder erklingen.